herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in PowerPoint. Und zwar, genauer gesagt, in die Erklärvideos, die man mit PowerPoint oder einem anderen beliebigen Präsentationsprogramm erstellen kann. Das Prinzip ist so einfach wie schön, denn wir nehmen einfach eine Präsentation mit ein paar Folien. Deswegen geht es auch mit PowerPoint, Keynote, OpenOffice, egal. Und zu diesen einzelnen Folien werden Audiodateien aufgenommen, die entweder direkt in die Folie integriert werden oder im Anschluss aufgenommen werden. Und dann wird das Ganze als Film exportiert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt hier in PowerPoint zwei Varianten. Die Variante 1, ich habe hier einfach schon mal eine kleine Präsentation vorbereitet. Die Variante 1 ist hier, dass erst Textbilder und so weiter eben erstellt werden. Hier habe ich das im Prinzip schon vorbereitet. Dann wird für jede Folie eine Audiodatei aufgenommen oder zwei Audiodateien. Und dann legt man die Animationsreihenfolge fest, also ob erst Text oder erst das eine Audio oder wie auch immer der Reihenfolge nach kommen soll. Und am Ende wird das Filmchen oder der ausgedehnte Erklärfilm dann exportiert. Und jetzt machen wir das einfach mal an diesem Beispiel. Ich nehme hier herzlich willkommen. Und jetzt gehe ich auf Einfügen und dann hier ganz rechts auf Audio und Audio aufzeichnen. Und dann sehe ich hier diesen roten Aufnahme-Record-Button und dann kann es schon losgehen. Ich klicke mal drauf. Herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo über Erklärvideos zusammen mit dem Präsentationswerkzeug PowerPoint. So, jetzt kann ich mir nochmal anhören. Ich kann es aber auch direkt einfügen. Und jetzt ist das Ganze hier als Audiodatei, das schiebe ich einfach mal hier rechts unten hin und schon ist es fertig. Jetzt kann ich auf der zweiten Folie hier auch wieder eine Audio aufnehmen, genau gleich. In der Variante 1 werden wir davon ausgehen, dass zuerst Text und Bilder erstellt werden, dann pro Folie Audio aufgenommen wird, zum Beispiel mit einer oder mit zwei Dateien. Und dann werden die Animationen festgelegt und der Film wird ganz am Schluss exportiert. Naja, so soll im Prinzip nur das Ganze schematisch darstellen. Und genau, jetzt sind wir hiermit fertig. Und jetzt sagen wir, die Animationen sollen noch festgelegt werden. Bei der ersten Folie ist relativ klar, weil da soll eigentlich gar nicht viel passieren. Ich klicke mal auf Animationen. Da ist jetzt aber hier schon bei der Audiodatei, da ist im Prinzip schon diese, wir können ja mal hier bei dem Bereich, genau, da kommt einfach diese Audiodatei, die abgespielt wird und herzlich willkommen steht einfach da, da müssen wir nichts machen. Und dann schauen wir jetzt mal zur zweiten Folie und da wird es schon interessanter, denn da nehmen wir jetzt hier erstmal diesen Textblock und sagen, dieser Textblock soll erscheinen. Dann haben wir hier diese Animation hinterlegt und hier diese vier Piktogramme, die habe ich schon vorher gruppiert, die sollen auch erscheinen. Und dann soll unsere Audiodatei, die wir so schön aufgenommen haben, die soll natürlich auch noch irgendwie erscheinen und abgespielt werden. Jetzt haben wir die Animation, jetzt checken wir hier nochmal durch. Also Inhalt, haha. Hier sollen alle gleichzeitig und zwar alle auf einmal erscheinen. Die Piktogramme sollen auch erscheinen und am besten, naja, am besten sogar hier bei Anzeigedauer, am besten sogar mit der vorherigen zusammen, dass die wirklich gleichzeitig eingeblendet werden. Und das Audio, naja, das würde ich nach vorheriger. Man kann es tatsächlich sogar beim Klicken auch lassen, weil dann erscheint es einfach eins nach dem anderen, wenn wir es als Film exportieren. Was ich nicht empfehlen würde, ist mit vorheriger zusammen, denn dann würde im Prinzip diese Audiodatei abgespielt werden, während hier schon Einblendungen passieren. Da muss man immer so ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel gleichzeitig ist, weil das kann zu so einem Overload führen, wenn man sich das anschaut, dass einfach zu viel gleichzeitig passiert, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Naja, und jetzt ist das ganze Ding fertig. Wir haben jetzt diese zweite Folie und die erste Folie auch. Und jetzt gehen wir einfach mal exemplarisch das Ganze durch. Jetzt wird es nämlich exportiert. Also ich klicke oben auf Datei, auf Exportieren und dann ist das Ganze hier schon fertig. Ich speichere das Ganze hier als MP4. Jetzt kann man hier noch ein bisschen Feintuning machen, aber letzten Endes ist es das eigentlich gewesen. Das Ganze wird hier unten jetzt, da ist so ein kleiner Ladebalken, zusammen hintereinander runtergespielt, könnte man sagen. Und dann haben wir ein fertiges Erklärvideo. So, dann kommen wir zur Variante 2. Die klicke ich hier an.
eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich hierbei die gesamte Audiospur sozusagen nach den ganzen Animationen festlege und einfach einmal runter aufspreche. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier die Animationen für diesen Text wieder festlegen. Haben wir hiermit getan. Hier alle gleichzeitig. Das Ganze soll als ein Objekt reinkommen und die Piktogramme eben auch so. Und zwar mit vorheriger. Gut, jetzt haben wir die Animationen festgelegt. Jetzt kommt dann die Bildschirmpräsentation und dazu gehe ich hier auf Bildschirmpräsentation und Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Jetzt fängt es hier schon irgendwo zwischendrin an, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ganz zurück. Hier zurück. Genau. So. Und jetzt habe ich hier unten meine Folien und kann jetzt hier oben die Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Kann was einsprechen. Und entsprechend kann ich auch auf Pause klicken zwischendrin oder die Animationen hier der Reihenfolge nach durchgehen. Genau, als wäre es eine Live-Präsentation sozusagen. Jetzt lege ich hier mal los. Herzlich willkommen zu einem Erklärvideo über Erklärvideos zusammen mit dem Präsentationswerkzeug PowerPoint. Wir haben heute eine Variante, in der wir das Ganze anschauen. Die läuft so, dass wir Textbilder, blablabla, Folie 1. Dann haben wir hier Variante 2. Das ist die Variante, in der wir gerade uns befinden. Und jetzt mache ich mal hier Pause. Kann ich wieder weiterklicken und so weiter und so fort. Und wenn ich mit dem Ganzen fertig bin, dann kann ich hier auf Präsentation beenden klicken. Und jetzt gehe ich wieder zur ersten Folie. Und hier sehen wir jetzt, hier wurden jetzt pro Folie jeweils eine Audiodatei erzeugt. Das wurde automatisch schon gemacht. Das heißt, jetzt kann ich auch wieder sagen, Datei, exportieren, exportieren und jetzt wird es hier wieder fertiggestellt. Also vom Prinzip her eigentlich eine sehr ähnliche Vorgehensweise, wirklich nur eine Feinheit, die anders ist. Bei der Variante 1, da spreche ich es einfach als einzelne Datei hier ein und bei der Variante 2 gehe ich so im Prinzip schrittweise einfach danach nochmal durch, wenn alles schon steht. Ich finde eigentlich die Variante 1 ein bisschen näher dran, weil man einfach dann, glaube ich, auch vielleicht im Nachgang das noch ein bisschen feiner tunen kann. Also man kann jetzt hier wirklich auch einfach immer nur so 30 Sekunden aufnehmen und es muss nicht so lange pro Folie was eingesprochen werden. Macht es vielleicht leichter, wenn man nachher noch was verändern möchte. So, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Special, weil wir ja mit 3D viel gemacht haben. Und zwar kann ich jetzt gerade in PowerPoint, das ist wirklich eine Stärke von dem PowerPoint, kann ich jetzt hier 3D-Modelle inkludieren. Wenn ich hier auf Hinzufügen gehe und dann auf 3D-Modelle, sind wir hier, dann kann ich von meinem aktuellen Computer Dateien hochladen. Zum Beispiel hier dieses 3D-Modell aus Tinkercad. Das wird hier dann schön hinzugefügt. Man kann sich hier eine Startansicht auswählen und man kann dann auch sehr schön dieses Molekül in dem Fall hier animieren. Zum Beispiel hier der Drehteller, ein Klassiker, den man dann auswählen kann und dann hier auch noch natürlich ganz viel feintunen kann. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz witzige Funktion. Auch hier kann ich jetzt natürlich zusätzlich noch eine Audiodatei einsprechen. Das ist wirklich so ein kleines Special, gerade wenn man mit 3D-Modellierung Dinge gemacht hat. Ich kann zum Beispiel hier auch, ich kann es direkt auch per Drag and Drop einfach nehmen und reinschieben. Das Modell wird dann automatisch hier hinzugefügt. Und auch hier kann ich wieder dieses Modell schön sich drehen lassen. Da macht es jetzt Sinn, hier die Objektmitte als Drehpunkt zu nehmen. Das sind schon wirklich sehr beeindruckende Animationen. Und falls ihr es hier vorne bei Variante 1 und Variante 2 gesehen habt, was ich auch persönlich sehr mag, sind hier sind es bei PowerPoint diese Piktogramme. Da kann man wirklich sehr, sehr viel Dinge finden. Und kann dann hier, ja, viel Spaß mit Symbolen haben, wie ich finde, eigentlich eine sehr schöne Variante, um sich ein bisschen von der Textlast, die man häufig hat,
loszulösen und ein bisschen bildlicher zu arbeiten. Und hier haben wir jetzt noch ein paar neue Werkzeuge auf jeden Fall gelernt, mit denen wir unsere Distanzunterrichtsphasen und Präsenzphasen aber auch jonglierend bewältigen können. In dem Sinn auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!